Hallo Endring-Fans und willkommen zurück zu einer neuen Questreihe. Wir machen heute die neue Quest von Alexanders Neffen. Das ist eine neue Questreihe, die mit dem neuesten Patch dazu kam. Ist also komplett neuer NPC und da schauen wir heute, wo er ist und was wir da für ihn machen müssen. Wir müssen einmal hier starten von der Hütte des Künstlers, beziehungsweise finde ich persönlich das den besten Weg, um die Quest zu starten. Und da gehen wir jetzt mal zum Neffen von Alexander. Alexander kennt ihr ja alle, das ist dieses Kriegsgefäß. Und da gibt es ja auch eine relativ lange Questline. Die solltet ihr auch auf jeden Fall schon erledigt haben, bevor wir jetzt hier diese Quest starten. Und dann gehen wir einmal komplett hier durch. Und ja, kommen dann hier hinten zu den Klippen. Wir müssen nämlich ins Dorf der Kriegsgefäße. Und wir gehen dann hier ein bisschen nach links. Und hier gibt es einen Ort, an dem wir runterspringen können. So, steigen wir vom Pferd ab. Finde ich persönlich ein bisschen handlicher, selbst zu springen, als statt mit dem Pferd. Weil das einfach, ja, ihr seht es ja schon, hier sind meine Runen. Weil es einfach das Pferd so ein bisschen hektisch ist, finde ich, in der Steuerung. Und jetzt hüpfen wir hier rüber und können dann quasi da runter gehen. Da ist auch ein Ort der Gnade, den ihr da finden könnt. Hüpfen also einmal komplett hier runter. Sollte eigentlich kein Problem sein. Und hier finden wir die Gefäßburg. Cooler Ort eigentlich. Ist nämlich das Dorf der Gefäße. Und gehen jetzt hier runter. Könnt ihr natürlich noch den ganzen Loot einsammeln. Holt euch auf jeden Fall die Gnade, die werden wir noch brauchen gleich. Und die schnappe ich mir deswegen mal ganz kurz. Wenn ihr die natürlich schon habt, müsst ihr entsprechend nicht den ganzen Weg gehen. So, Gnade haben wir und ich zeige es jetzt nochmal auf der Karte. Wir sind hier in der Gefäßburg und da müssen wir jetzt hin, um Alexanders Neffen zu finden. Das ist ein tatsächlich noch relativ kleiner Pott. Ihr seht es ja, hier sind auch schon so Pötte. Ein sehr kleines Kriegsgefäß, was gerne noch wachsen will. Und wir sprechen jetzt einfach mal mit ihm. Da sitzt er nämlich auch schon. Und ja, reden mal mit ihm. Hello, Cos. What are you doing here? I didn't think anyone knew about this place. Except us Jars. Ah. Are you going to be the new potentate? Gosh. Truly. That's wonderful news. It's not easy being potentate, though. I know. Show me your hands. It's just a little test, Cos. To see if you've got the right stuff. Your skin isn't so smooth, is it? You need slick, slidey hands to be potentate, you know? I'm sorry, Cos. But I don't think you've got what it takes. What a shame. Na, sein erster Dialog ist quasi hier vorbei. Er glaubt uns nicht, dass wir der Herrscher werden. Aber das ist kein Problem. Wir gehen mal zurück zum Ort der Gnade, rasten dort einmal kurz, also setzen uns einmal kurz hin. So, stehen wir auf und gehen wieder erneut zu ihm. Hello again, Cuz. I'm happy you came back. I have good tidings for you, Cuz. Have you noticed the rare flowers growing in this village? I asked the villagers if you could pick some of them, and they said you'd be very welcome. Go on, Kaz. You really should pick some of our flowers. Who knows? They might be of some use. So, er möchte also, dass wir Blumen pflücken und genau das machen wir jetzt eigentlich auch. Hier gehen wir einfach hier rum, pflücken hier diese ganzen Blumen ein. Muss man wirklich schon einige pflücken. Und das machen wir jetzt mal hier. Gehen wir komplett hier durch. Pflücken alle möglichen Blumen weg. Da oben gibt es auch noch was. Ein Ritualtopf, den können wir natürlich gerne mitnehmen. Und wir pflücken jetzt hier ganz viele Blumen. Wir rasten hier einfach nochmal. Und dann sprechen wir nochmal mit ihm. Hello again. Say, Cuz. Have you met Uncle Alexander? He used to live here with us, but then he left
to be a champion. I asked to go with him, but he said the path of champions must be trod alone. So heroic, right? I miss him, though. If you see him, you should ask him to teach you how to fight, cuz he's big and tough and strong. Ja, der Alexander ist ja leider gestorben bei uns im Kampf. Einen heldenhaften Tod hat er ja gemacht. Uncle Alexander said he won't be back again. My home is of the past. And the past, as they say, is a different country. I suppose that's part of being a warrior, isn't it? So, please don't tell anyone, cuz... But I'm actually a warrior Jar as well. One day... I'll be just like Uncle Alexander. Then I'll have to leave the village to become a champion. So, dann ist man mit seinem Dialog fertig und wir gehen natürlich wieder an den Ort der Gnade, um die Quest weiter voranzutreiben. Er hat uns jetzt von seinem Onkel Alexander erzählt, der ja ein Held werden wollte. Und das hat er ja eigentlich auch geschafft, wenn man es mal im indirekten Sinne sieht. Jetzt gehen wir wieder zu seinem Neffe. Und sprechen nochmal mit ihm. Ah, hello again. Do you know what a poacher is, cuz? They hunt us, smash us, and then take us away. This village is kept secret. So, I think we're safe here. But you should be careful if you ever meet one of them, cuz. I hope Uncle Alexander beats them all up first. Those awful poachers. I hope Uncle Alexander beats them all up. So, erzählt also vom Wilderen, welche die Töpfe hier jagen. Und jetzt gehen wir nochmal zur Gnade. Jetzt ist auch so der Zeitpunkt, wo ihr mindestens einmal im Haus Vulkan gewesen sein müsst, um entsprechend dort alle mit allen gesprochen zu haben. Rasten hier jetzt nochmal kurz und sprechen jetzt nochmal mit ihm. Cuz, have you heard? A new potentate's come to the village. I think he said his name was Dialos. He seems a little down in the dumps, but his hands as smooth as silk. Ja, Dialos, das ist nämlich der, den wir im Haus Vulkan treffen. Und mit dem müssen wir zuerst einmal reden, damit er überhaupt hierher kommt. Deswegen sagte ich eben, dass man im Haus Vulkan schon mal sein muss. Und jetzt müssen wir die Dialos finden. Der ist hier in irgendeinem Gebäude. Hier hinten liegt auch noch was. Das können wir auf jeden Fall mal einsammeln. Gesprungener Topf. Well, aren't you full of beans? No wonder you covered in muck. Hier ist er. Der Dialos. Oh, my friend, it's been far too long. I have to say you caught me at a rather low point, but as you see, I've put all that behind me. Left the Volcano Manor, forging my own path now, making my own choices. Even a fool like me can look after some simple jars. Do you pity me? Well, don't. I feel like, for the first time in my life, I'm on the straight and narrow. So, jetzt haben wir also mit ihm geredet und jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem kleinen Topf. Gucken mal, ob er was Neues zu sagen hat. Ansonsten wieder an den Ort der Gnade, um zu rasten. Sprechen wir mit ihm. I don't know. I'm a little disappointed, actually. Even though good Sir Dialos has a wonderful suit of armor, he says he isn't a warrior. And since he's a coward, he won't be fighting anymore. His smooth and silky hands feel nice when he pats us. But I wish we had a potentate big and strong like you. Dialos's smooth and silky hands feel nice when he pats us. But I wish we had a potentate big and strong like. So. Das haben wir also den Dialog ausgeschöpft und jetzt gehen wir wieder hier zur Gnade.
setzen uns nochmal hin. So, wenn wir ein paar Mal hin und her gereist sind oder es auch mal ein bisschen Tage verblieben lassen haben, bei mir war es tatsächlich, hat es ein bisschen länger gedauert. Ich musste auch mal die PlayStation ausschalten und am nächsten Tag wieder anschalten. Und dann hat das erst bei mir funktioniert, dass diese Quest weitergeht. Müsst ihr mal ein bisschen gucken, wie das bei euch ist. Ich habe einige Tage gerastet sozusagen, hier natürlich im Game, also nicht einige Tage in Wirklichkeit. Aber ja, jetzt geht die Quest weiter und der junge Kerl ist hier unten zu finden. Oh, Cuz, I'm glad you came, but we're fine now. Dialos fought the poacher, though quite a lot of us got broken. I won't cry though. I'm a warrior, Jar. A warrior. Ja, Dialos hat versucht, die Eindringlinge abzuwehren. Den finden wir jetzt auch hier vorne. Hier liegt er nämlich und haucht sein letztes Leben aus. You. Are the Jars. Are they all right? Did I defend them? Ihr habt sie verteidigt. Ja, und die Yellow stirbt jetzt und ist quasi in einem guten Dienst gestorben, denn er hat versucht, die Kriegsgefäße hier zu verteidigen, das Dorf gegen die Wilderer. The tale of House Hoslow is told in blood. That's the kind of warrior I want to be one day, cuz. Even if I'm scared, I'll still fight to protect everyone. So, wenn ihr das erledigt habt, müsst ihr einmal wieder rasten. Hier bei Dialos wird auch nichts mehr weiter passieren. Und wie ihr seht, sind hier ziemlich viele Töpfe jetzt zerbrochen. Das heißt, die Plünderer haben ordentlich zugeschlagen, die Wilderer. Und ja, der Neffe von Alexander will jetzt natürlich auch ein großer Krieger werden. Das heißt, wir müssen jetzt theoretisch erstmal die Alexander-Quest fertig machen. Falls ihr die noch nicht fertig gemacht habt, müsst ihr das jetzt auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt erstmal machen. Und wir gehen jetzt hier an die Gnade, damit wir Alexanders Eingeweide auch später bekommen. Jetzt gucken wir mal hier. Die Quest ist schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Er ist jetzt hier vorne. Sprechen wir mit ihm. The tale of House Hoslow is told in blood. That's the kind of warrior I'm going to be. One who protects everybody. The tale of that's the kind of one who protects. So, das hat sich also hier erledigt mit Dialos und dem kleinen Topf. Es geht aber noch weiter in der Questline. Wie gesagt, ihr müsst auf jeden Fall Alexanders Questline jetzt machen, der der Onkel ist. Und jetzt rasten wir nochmal hier, lassen die Zeit ein bisschen vertreiben. Und jetzt sitzt er wieder da hinten, der kleine Neffe. Da gehen wir jetzt mal hin. Und jetzt brauchen wir Alexanders Eingeweide, die wir ja bekommen haben, wenn wir seine Quest abschließen. Und da sprechen wir jetzt mal mit ihm. Die ganze Alexander-Quest findet ihr übrigens bei mir im Kanal. Ich packe es euch gerne auch nochmal in die Beschreibung. It's time for me to set out on a journey as a warrior jar upon the path of champions. Dem kann man jetzt nämlich Alexanders Innereien übergehen und ja, dadurch durch die Gefäße. Die Gefäße essen ja immer menschliches Fleisch oder generell Fleisch, um stärker zu werden. Und jetzt können wir ihm Alexanders Innereien übergeben und dadurch kann er natürlich auch riesenstark werden. Und das machen wir jetzt mal. Wow. Cuz, are these insights from Uncle Alexander? Thank you, Cuz. I'm a warrior jar, so I need to be strong. I can really have them, right? I understand. I'll get strong. Strong enough. I deserve to have Uncle's insights. I don't think I'll see you again.
when I set out. Warriors are supposed to work alone. Goodbye, Kaz. And thanks for everything. I'll never forget you, Kaz. So, Apple, also auch losziehen, genauso wie das sein Onkel Alexander gemacht hat. Und jetzt können wir nochmal hier hingehen und Diallos Rüstungsset holen. Das müsste nämlich jetzt hier genau liegen, wo Diallos auch gestorben ist. Und Diallos Maske haben wir hier und eine Numenrune. Und ja, jetzt können wir wieder rasten. Und wenn wir rasten, die Quest ist jetzt eigentlich fast so zu Ende. Wenn wir jetzt rasten, ich wüsste nicht, dass es noch weitergeht, auch nicht im aktuellen Patch. Vielleicht kommt irgendwann noch ein Patch, wo wir sagen, okay, da geht's dann weiter. Wir vertreiben uns jetzt ein bisschen die Zeit. Bis zum Morgen wieder. Und da werden wir sehen, dass der Neffe von Alexander nicht mehr da ist. Er ist also rausgezogen in die Welt, um auch ein Held zu werden, ein Kriegsgefäß, so wie Alexander es war. Und da hinterlässt er uns noch etwas, nämlich Begleitergefäß. Und ja, ich finde die Quest eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen. Richtig cool, dass sie die nochmal mit einem Patch reingebracht haben. Vor allem eh cool vom From Software, dass sie überhaupt Quests mit einem Patch hier noch reinbringen. Mega nice. Ich hoffe mal, da kommt vielleicht sogar noch mehr. Auf jeden Fall haben wir so die Quest erfüllt. Der Neffe von Alexander ist jetzt raus in der Welt unterwegs und will auch so ein Kriegsgefäß werden wie Alexander. Und die Quest ist damit abgeschlossen. Gut, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Klickt gerne mal das Däumchen hoch, hinterlasst ein Abo. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Also ich helfe euch da immer gerne weiter. Gar kein Problem, schreibt es einfach gerne da rein. Und dann schauen wir mal, wo es bei euch hängt und was wir da machen können, damit ihr die Quest auch abschließen könnt. Wie gesagt, falls ihr die Alexander-Quest noch nicht gemacht habt, schaut dort auch gerne mal in der Beschreibung nach. Da ist die nochmal komplett erklärt. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei Elden Ring. Und ja, macht's gut, Leute. Ich würde sagen, adios und ciao, ciao.